Was für ein Spaß. Und dann der schwarze Freitag im Oktober 1929, der eigentlich ein schwarzer Donnerstag war und nur wegen der Zeitverschiebung vor uns so heißt. Die New Yorker Börse bricht zusammen. Die Weltwirtschaftskrise macht der goldenen Ära je ein Ende. Party ist vorbei. Als sich die Politik auf die Straße verlagert und Tucholskys Charakterisierung marschieren ist die deutscheste aller Gangarten, sich bestätigt, nach das Ende dieser grellleuchtenden Republik. Dann kam, wie wir alle wissen, die Dunkelheit. Dennoch sind diese kurzen und kreativen Jahre als Golden Twenties noch immer ein Stern am Himmel der Zeitgeschichte. Viele nahmen diesen Stern mit ins Exil.